Ein Beispiel für Ungleichheit, die zur Armut führt. Jedes Haus, jeder Hof. Das hier waren meine halbe Ruge Visiten, meistens bei Nacht. Für Konsultationen bei den reichen Leuten in den reichen Straßen bei Tag ließ ich mir 3 und 5 Rubel zahlen. Eine Unverschämtheit, wahre Professorenhonorare. Ich, ein gewöhnlicher Ortsarzt, ein Lückenbüßer, ein Aschenputtel des städtischen Krankenhauses. Jüdische Ärzte hatten keine christlichen Patienten, es sei denn, sie gehörten zu den bekannten Bewohnern vornehmer Straßen. Und dann hörte man sie mit Stolz sagen: Heute bin ich auf Visite beim Reisevorsteher, beim Restaurateur, beim Bankportier, beim Lehrer vom Gymnasium. Das war schon etwas. Bei mir aber Telefonanrufe freilich nicht alle Tage. Herr Doktor, Frau Gräfin Tarnowska, bitte zum Apparat. Der Prokurator der Anwaltskammer, Frau Direktor Tiagalio, Rechtsanwalt Markowski. Die Kinder von Sozialisten, Lehrern, Journalisten, jungen Ärzten behandelte ich dagegen kostenlos. Freiheit und der Sinn von Grenzen. Das kindliche Gib her und sogar die nur wortlos hingestreckte Hand müssen auf unser Nein stoßen. Und von diesem ersten Du bekommst es nicht, das kann man nicht, das ist verboten, hängt ein sehr großes Stück Erziehung ab. Durch Verbote stärken wir immerhin den Willen des Kindes, wenn auch nur in der Selbstbeherrschung und Entsagung. Wir entwickeln seine Fantasie, auf engen Raum tätig zu sein, seine Fähigkeit, sich einer Kontrolle zu entziehen. Und wir wecken seine Fähigkeit zur Kritik. Auch das hat seinen Wert als eine, allerdings einseitige Vorbereitung für das Leben. Geben wir Acht, dass wir, indem wir alles erlauben, nicht umso nachdrücklicher die Willenskraft drosseln, je mehr wir den Gelüsten nachgeben. Hier schwächen wir den Willen, dort vergiften wir ihn. Du hast das Recht, genauso geachtet zu werden wie ein Erwachsener. Du hast das Recht, so zu sein, wie du bist. Du musst dich nicht verstellen und so sein, wie die Erwachsenen es wollen. Du hast ein Recht auf den heutigen Tag. Jeder Tag deines Lebens gehört dir, keinem sonst. Du, Kind, wirst nicht erst Mensch, du bist ein Mensch.